mal auf einem Pass, 1000 Meter hoch ungefähr. Und das, den Weg, den wir vorhaben, der geht hier links vorbei. Da gibt es gleich eine Karte dazu. Und hinten auf ein Hochfjell. Der Wind hier auf diesem Pass war so stark, dass wir kaum stehen konnten. Also der hat da so rübergeblasen, dass man teilweise das Gleichgewicht verloren hat, wenn man einen Schritt getan hat zu stellen. Wir waren so fertig, es war so kalt, wir haben gefroren wie die Schlosshunde. Also ich habe fast, glaube ich, nichts mehr gegessen an dem Abend, einfach vor Erschöpfung. Habe ich mir nichts Warmes mehr gemacht. Ich konnte draußen auch nicht kochen vor Wind. David und Armin haben dann im Vorzelt sich was gekocht. Und dann kam es aber genau dazu, das sind diese Situationen, wenn man mal komplett an der Grenze ist dessen, was geht. Also die Das dann. Notlösung ist im Endeffekt dann, man muss einen Schlafsack zunähen. Ne? Also wenn der Zipper vom Schlafsack kaputt ist, dann bleibt eigentlich die einzige Chance, den Schlafsack der Länge nach zuzunähen, sodass man gar keinen mehr hat, damit man ihn weiterverwenden kann. Und die Tour, die wir laufen wollten, jetzt war diese violette Linie ungefähr. Ne? Und unser Plan war eigentlich, hier das Tal weiterzulaufen und dann aber hier auf 1200 Meter hoch, und das wäre über Schneefallgrenze gewesen. Und dann irgendwo hier versuchen, bei den Gletschern irgendwo rüberzukommen. Das war unsere Idee, das Hochplateau hier zu laufen. So sieht meine Filme-Ecke aus. So, von der technischen Seite funktioniert das von meiner Seite aus so. Ich habe hier meine Software, die ich dann öffne. Da habe ich meinen virtuellen Raum. Den kann ich jetzt starten. Der ist fest eingerichtet. Das heißt, ihr seid immer im gleichen Raum drin. Und hier kann ich jetzt diesen PIN eingeben, mit dem ihr euch dann auch einloggt. So, und jetzt bin ich schon online. Ich kann jetzt die Sitzung starten. Und sobald ich dann diese Sitzung gestartet habe, könnt ihr euch dann auch mit einloggen. Ja, jetzt habe ich den Vortrag online. Wenn ich jetzt hier unten wieder auf die Software gehe, dann kann ich hier über den Bildschirm die Anwendung einschalten und übernehmen. Und das ist jetzt der Bildschirm, den ihr schon seht. Da oben, das ist eure Ansicht, das, was ihr dann seht. Und damit ihr auch ein besseres Erlebnis habt, da könnt ihr jetzt sehen, ihr würdet jetzt normalerweise hier unten diese ganzen Windows-Symbole drum sehen. Und damit ich die Symbole, dass ihr die nicht seht, gehe ich hier von meiner Seite aus in den Vollbildmodus komplett rein. Und jetzt habt ihr auch Vollbild, ne? Nachteil für mich ist, dass ich eben nichts anderes mehr drum erkennen kann, also den Chat nicht mehr verfolgen kann. Und deswegen habe ich dann mein Smartphone als Zweitmonitor nebendran, um dann mit euch auch parallel chatten zu können. Ja, und dann sitze ich hier die ganze Zeit und moderiere dann immer ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, bis dann ja, die erste Pause dann da ist. So, hallo und herzlich willkommen zusammen zu meinem Online-Live-Media-Vortrag über unsere Trekkingtour ins Schwäbisch Schlappland aus dem Jahr 2017. Wir sind hier. Man kann es sehen, wir waren schon angezählt, wir waren gezeichnet. Und auch hier kann man sehr schön sehen, wie komfortabel in so einem Starkwind dann es ist, wie schön sich da einfach aus dem Wind rausnehmen zu können, um da eine Suppe zu schlürfen in der Mittagspause. Wir waren ja inzwischen im Aufbau routiniert.